ein wunderschöner Tag, weil ich habe die liebe Susan bei mir zu einem Gespräch. Ich nenne es jetzt nicht mehr Interview, ich nenne es immer ein Gespräch. Du wirst sehen, warum. Okay, ich bin ganz Ich gespannt. freue mich, dass du heute Zeit hast und wir werden heute über ganz viele Dinge sprechen. Aber das erste Thema, damit werde ich loslegen, weil ich nehme mir das immer vor und dann im Gespräch merke ich, dass ich mit was ganz anderem anfange und dann kommen wir gar nicht dazu. Es ist ja ein Gespräch zum Thema die Kunst des Lebens, die Kunst des Überlebens, aber auch die Kunst an sich. Du bist ja ein kreativer Mensch, du bist Schauspielerin, du bist Drehbuchautorin, du bist Moderatorin. Mutter, Freundin, wundervolle Frau und Mensch. Und du machst sehr, sehr viele Dinge und über viele Dinge werden wir auch sprechen. Aber als allererstes möchte ich über deine Wohnung sprechen. Als Interior-Designerin interessiert mich das natürlich. Denn was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass wir bei diesem Wohnungsprojekt von Susan zusammengearbeitet haben und ich hatte das Vertrauen, als Interior-Designerin für dich zu arbeiten. Und ich würde natürlich so gerne wissen, wie es sich jetzt anfühlt in dem neuen Ambiente, in dem neuen Konzept. Das sieht ja jetzt doch ganz anders aus als vorher. Absolut. Ich liebe unsere Wohnung sowieso, aber jetzt ist es natürlich eine andere Lebensqualität und es ist tatsächlich so, du hast es ja immer so ein bisschen prophezeit, dass es, was es halt auch wirklich mit einem macht, ne? Also, dass es nicht nur irgendwie schön aussieht, sondern dass es halt einfach ein anderes Lebensgefühl weckt, dass man morgens aufsteht. Ich bin halt wirklich die ersten Tage, wenn ich morgens aufgestanden bin, ich kam dann immer die Treppe hier hoch. Also wir haben einen Durchbruch gemacht in der Wohnung, wir haben eine zweite Ebene jetzt und deswegen hat sich auch vieles verändert in unserer Wohnung. Und dann bin ich immer die Treppe hier hochgekommen und habe mich wirklich jeden Tag gefreut, als ich die Küche gesehen habe und dachte, ach, die ist so schön und mein Sofa ist so schön und die Farben sind so schön und es ist wirklich viele, viele kleine Details und die auch einfach über so einen langen Zeitraum ja, sich erhalten bleiben, ne? Und dann einfach immer wieder so ein gutes, ja, gutes Gefühl in einem auslösen. Abgesehen davon, dass jeder, der reinkommt, sagt, wie schön ist das denn bitte hier? Gerne ein bisschen auf dieses Thema eingehen, warum man sich so fühlt und warum man es anscheinend vorher nicht so gefühlt hat. Also, was macht Design mit einem Real, außer dass es sich gut fühlen lässt? Vielleicht können wir der Sache ein bisschen auf den Grund gehen, warum das wohl so sein könnte. Also du bist ja so ein Fan von so clean und Luft und so. Und ich glaube, das ist Leichtigkeit, Leichtigkeit und weil das Füße. Leben auch schon so schwer ist. Und Bett mit Füßen. Ja, alles mit hohen Füßen, stimmt, ja. Und das macht auch wirklich tatsächlich so viel Sinn. Also zum Saubermachen macht es viel Sinn, Sehr gut, aber finde ich gut. es macht auch Sinn für, ich liebe auch viel Luft und Freiheit. Und ich finde auch jede einzelne Gegenstand hat so seinen Platz dann auch, ne? Und es ist nicht so überlagert. Also vorher hatten wir schon viel und viel zu viel. Also ich war auch ein Fan von so vielen Bilderrahmen und vielen Deko-Elementen. Und ich finde es halt schön, dass man darauf achten kann, dass es trotzdem seine Persönlichkeit ist. Und man mag zum Beispiel gerne Bilder, aber sie müssen ja dann nicht überall und ungeordnet sein und so. Und das, ich bin auch eh ein Fan von Aussortieren. Also wenn ich nichts zu tun habe oder mich auch mal schlecht fühle, dann sortiere ich immer irgendeine Schublade aus. Weil ich finde, das ist so, Bereinigend. oh, das ist toller als Detox und Diät, ne? Also es ist viel, viel, Materieller Detox ja, eigentlich. materieller Detox. Voll Schrank gut. ausmisten ist Ja, ja das macht Tollste, Spaß. was es gibt. Und Stimmt. generell, also ich liebe einfach, mich von Dingen zu lösen. Also es ist, man glaubt ja immer, dass das Halten ist so das Schöne, aber es ist ja das Loslassen, was so schön ist. Ja, Und weg von jeglichem Ballast. By the way, hat Susan wahrscheinlich eines der schönsten begehbaren Kleiderschränke mit einem ja. ganz besonderen Blauton. Du hast eigentlich den Friedens, begehbaren Ja, im Leben hätte ich Kleiderschrank. keinen farblichen Schrank gewählt. Ja. Also im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Und jeder, der in den Schrank auch reinkommt, sagt so,
ich habe noch nie so einen Schrank gesehen. Wieso ist der blau? Und der ist nicht nur blau, der hat sehr viele, ist vom Stil her klassische Anteile, aber trotzdem sehr modern interpretiert. Und es ist ja auch ein ganzheitlicher Raum. Genau. Es ist nicht nur ein Schrank, in den du reingehst, also ein begehbarer Schrank, sondern da ist ja auch eine Gestaltung trotzdem. Wir haben eine coole Tapete, ein schöner Teppich auf dem Boden und. Ne? Genau. Das kommt ja auch alles hinzu. Was magst du denn an deinem Schrank am liebsten, außer dass es blau ist? Also klar, die untere Etage ist ja bei uns Altbau, das heißt, es sind hohe Wände und ihr habt den Kleiderschrank ja bis zum Ende gemacht. Ja, und das bis ist zur Decke. Bis so ein, wie so ein Alice im Wunderland-Gefühl, wenn ich da reingehe, ich bin ja ganz klein und dann komme ich rein und es ist so wirkt es so groß. Ne? Und das mag ich total gerne, dass dadurch alles am Ende wir gar nicht so viel Sachen haben. Es wirkt viel mehr, als es ist, weil alles so seinen Platz hat da drin. Und genug Platz auch hat. Es muss nicht so eingeengt sein. Also ich finde, gerade bei so begehbaren Kleiderschränken, ich habe schon mal Kunden, die dann sagen, oh mein Gott, ich brauche noch mehr Stauraum. Wird das denn alles reichen? Und ich analysiere natürlich vorher, wie viel Stauraum sie wirklich brauchen anhand der Dinge, die sie wirklich auch haben. Mhm. Und oft bewirkt es eben auch, wie du sagst, ein Sortieren eben. Ne? Wenn man dieses Einrichten eines Hauses oder auch mal komplett von der Pike auf neu machen, hat oft auch eine Veränderung in den Menschen, bewirkt es auch. Und das beginnt wirklich mit dem Aussortieren. Ne? Absolut. Dass man sagt, ich möchte jetzt mein Leben viel wertschätzender gestalten. Ich möchte nur noch Dinge behalten, die ich wirklich am schönsten und am tollsten finde. So wie ich auch die Möbel und die Objekte so gezielt jetzt in meiner Wohnung habe. Genau so möchte ich auch wohnen. Ja. Und das ist das, was ich immer sage mit dieser Philosophie. Es wird euch ein bisschen verändern. Ihr werdet viel bewusster an das Leben treten und offener, also vom Herzen her auch offener für Schönheit sein. Aber Schönheit nicht nur in einem Entwurf, sondern auch in der Klarheit, in der Ordnung, in der Aussortiertheit, in diesem sehr selektiven, ich möchte nur wenig Dinge, aber eben die paar Dinge sollen wirklich am schönsten sein. Noch eine kurze Frage. Deine Sofas, das ist ja so ein besonderes Sofa. Ja. Ich sage es deswegen, weil nicht, weil ich es selbst entworfen habe, sondern weil ganz viele Menschen, die dieses Sofa sehen, denken, aber das kann doch gar nicht so bequem sein. Sagt jeder. Ja, ne? Jeder kommt rein und sagt, wie? Und das? Und es ist, alle finden es toll, dass es so luftig ist und so, aber man denkt wirklich, es ist eher so ein Design. Genau, und es sei unbequem, genau. Das denkt man. Ja. Was sagen Sie denn, wenn Sie sich dann draufsetzen? Ja, dann wollen Sie nicht mehr aufstehen, wenn Sie sich draufsetzen. Es ist ein Fluch und Segen, dieses Sofa. Das Sofa ist so schön flexibel, ne? Du hast alle Möglichkeiten, du kannst es umstellen, wie du möchtest, in der Gruppe sitzen, alleine sitzen, als Daybed nutzen, als Sofa nutzen. Das ist das Schöne an diesem Sofa. Total. Aber das wollte ich nochmal von dir auch hören. Seid ihr wirklich glücklich damit? Seid ihr wirklich zufrieden? Mega damit? Glücklich. Also gerade wir so als Familie, ne? Weil es ist so ein schönes Einkuschelding auch, ne, und jeder hat so, also wir haben es ja auseinandergestellt, also quasi wir haben wie zwei Sofas. Also ihr setzt die Rückenlehnen, die sind flexibel, genau. Die kann man hinstellen, wie man möchte. Ihr setzt die sozusagen an die kurze Seite, sodass ihr wie zwei Betten habt. Ja, genau. Wo und dann ihr ist es immer so schön, dass man da liegt. Und zwei Daybeds. Ja. Genau. Ja, das freut mich. Sehr schön. Jetzt haben wir so viel über Design gesprochen, aber dein Leben ist ja ein bisschen mehr außer Design. Du machst ja so viele Dinge. Du hast dich auch sehr verändert. Die meisten kennen dich natürlich aus deinen Anfängen als Schauspielerin bei GZSZ, aber da ist ja so viel passiert. Was waren denn so ganz wichtige Punkte oder wichtige Momente in deinem Leben, wo du sagst, also das war so einschneidend und ich bin so froh, dass es passiert ist? Rückblickend ganz schön viel. Also rückblickend ist man dann ja noch viel dankbarer über so Steps, die passiert sind. Also klar, karrieremäßig oder so, dass man überhaupt das alles ausleben durfte. Ich habe mir das ja schon seit ich denken kann, seit ich 5, 6 Jahre alt bin, wollte ich ja nur das und habe es, glaube ich, so klar visioniert, dass es auch ganz gezielt da auch nur hingehen konnte. Das war jetzt gar nicht so ein gezielter Gedanke, weil hat man ja nicht mit als Kind, aber es war doch dann rückblickend sehr so, weil es gab keine Alternative für mich und es war auch meinen Eltern dann relativ schnell klar, dass es nur in diese eine Richtung gehen konnte. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir diese Musical-Ausbildung ermöglicht haben mit 16. Dann, klar, hatte ich Glück, dass dann sehr schnell GZSZ kam. Das war ganz eine
tolle Zeit, vor allen Dingen, weil es auch eine andere Zeit war damals noch. Da ist so viel passiert, so viel parallel. Es gab noch kein Instagram, es gab noch keine Social Media. Das heißt, wir hatten irgendwie jede Woche Fotoshootings, 1000 Magazine. Ich habe die alle auch noch, ne? Titelmagazine, Interviews, Stories hier, Autogrammstunden. Ich glaube, jedes Wochenende habe ich irgendeine Musikshow moderiert, die es ja auch so viele gab. Ne? Stimmt, The ja. Dome, Top of the Pops, Bravo Super Show. So, es gibt ne? nichts im Erlaub. Damals, weil man noch eine CD hatte und es war so ein Heiligtum, für dich. Stimmt. Heute ist so Spotify natürlich sehr schnell. Man hat nicht, man weiß teilweise auch gar nicht, wer singt das Lied überhaupt. Schönes Lied, aber wer ist die Person dahinter? Das, weißt du, woran ich mich erinnere, wenn ich an meine Kindheit denke? Ich bin als 12-Jährige von der Schule nach Hause gelaufen, weil von 13.30 Uhr bis 14 Uhr Hitclip kam. Ach, Hitclip. Okay. Kennst du noch Hitclip? Nee. Das war auf dem WDR, weil ich hatte nur drei Sender, tatsächlich damals. Also das ist ja heutzutage so ein Luxus. Also, das und war, aber auch ein Fluch. Ja, aber weißt du, nee, diese ständige, dass man überall Zugang zur Musik hat, das ist für mich so befreiend. Ich liebe das. Ja, das ist gut. Ne? Das finde ich wirklich Ich finde nur diese Masse an jetzt Netflix, Amazon. Also manchmal ist man ja länger damit beschäftigt, etwas auszuwählen, dass man gar nichts mehr guckt. Ich gucke manchmal nur Trailer. Ja, genau. Und kann mich dann nicht entscheiden, was ich gucken will. Wirklich. Es ist grausam. So. Die Zeit damals war halt eben noch anders und ich freue mich. Let's Dance war ein riesengroßer Kapitel für mich, dadurch, dass ich das nicht auch gewonnen habe, das hat viel in mir auch ausgelöst im Sinne von, man kann alles schaffen und wenn man sich da in Dinge reinkniet, dann kann man Dinge bewegen. Ne? Und ich liebe so diese Message, man kann alles schaffen. Ja, man muss, weißt du, mit Engagement, mit Fleiß, mit einem Glauben daran. Und auch mit Mut. Also ich bin mit 18 Fallschirm gesprungen und das war für mich auch ein Moment, wo ich danach dachte so, boah, alles ist möglich. Warum? Ja? Warum bist du falsch gesprungen? Um Himmels Willen, musstest du das mal empfinden? Nein, ich war 18. Oder? Ich war 18, ich hatte noch gar nichts mit der Branche zu tun. Ich war auf Sprachreise in Amerika. Hat sich so ergeben. Und du hast gesagt, ja, mach ich mal. Ja, mach ich. Jetzt hat natürlich viel verändert in meinem Leben, dass ich über die Jahre, ich war natürlich sehr mit dieser Branche so verschmolzen. Mhm. Auch, dass man sich so sehr damit identifiziert. Mhm. Und das kann ab einem gewissen Punkt ja auch ein bisschen gefährlich werden, weil diese Branche doch sehr willkürlich ist und wir sie aber trotzdem sehr persönlich nehmen, aber wir haben vieles nicht in der Hand, es ist nicht in unserer Macht, wir müssen vieles einfach hinnehmen und um daran, ehrlich gesagt, nicht zu zerbrechen, ist es, glaube ich, sehr gesund, den Weg zu wählen, den ich jetzt gewählt habe, und zwar ein bisschen mehr in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen, um zu sagen, das Glück ist nicht eine Sache oder ich werde nicht glücklicher durch Dinge von außen, sondern es fängt immer innen an und das Innen bestimmt das Außen und nicht das Außen bestimmt das Innen. Das finde ich super, weil man dadurch natürlich die Möglichkeit hat, sich unabhängiger gegenüber Dingen zu machen. Man ist nicht so ausgesetzt, den Entscheidungen anderer, dem Willen anderer, der Willkür anderer und auch dem Leben, genau, dass man wirklich sagt, okay, bestimmte Dinge, mit denen ich nicht so gut klarkomme, werde ich jetzt angehen, auch manchmal im Inneren. Ich glaube, du hast eben auch so ein bisschen die Zeit mit Mila angesprochen, ne? Du hast dich so drauf gefreut, das war eine Rolle, wo du sagtest, das ist die Rolle, auf die ich ewig gewartet habe, und dann hat es aber leider nicht so geklappt mit Einschaltquoten und so. Wir leben auch echt in anderen Zeiten, wo kaum eine Sache wirklich eine Chance kriegt. Man muss relativ in kürzester Zeit beweisen, hat es genug Zuschauer oder nicht. Genau. Und ich meine ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt hier ein freier Blog, da kann man das wirklich auch mal sagen, wenn wir uns angucken, was im Fernsehen, was im TV erfolgreich ist, da können wir echt drüber streiten, ob man sich das wirklich antun muss, teilweise. Ja. Also ich habe großen Respekt vor Menschen, die tolle Dokumentationen machen, die tolle Geschichten ins Fernsehen bringen, die auch authentisch sind und auch sensibel gedreht sind. Ich gebe zu, ein bisschen Trash-TV. So, Germany's Next Topmodel gucke ich auch. Ich liebe es, das gebe ich auch zu. Gehört auch zu meinem Leben. Es wäre eine totale Lüge, wenn ich sage, ich gucke sowas nicht. Ich liebe es. Ich liebe Heidi. Ich liebe die Sendung. Kann man sich drüber streiten? Ist es pädagogisch wertvoll? Werden die Mädels dort? Whatever, ja? Aber auch das ist eine Sache. Ich finde, das kann man auch ein bisschen distanziert betrachten. Und ich finde, auch die Mädels, die dort mitmachen, die meisten sagen ja auch rückblickend, es war eine gute Zeit. Weil ich meine, mit 16, 17, 18,
18, 19, 3 Monate, um die ganze Welt zu reisen. Wo hast du das schon? Wo hast du das? Und Shootings zu machen, eine Erfahrung zu sammeln. Ja, mit tollen Fotografen zu arbeiten und. Absolut. Und ich finde nicht, dass die da wahnsinnig doll vorgeführt werden. Da gibt es weitaus schlimmere Formate, wo ich wirklich sage, um Gottes Willen. Ne? Also, und es ist Unterhaltungsfernsehen und letztlich hat jeder seine eigene Verantwortung, da mitzumachen oder nicht. Und es ist, die Sendung gibt es ja jetzt schon 15 Jahre. Ja. Ist nicht so, dass man nicht weiß, was die passiert. Die hat sich gehalten, ne? Das muss man sagen. Das ist sehr lustig. Also ich bin wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch immer noch wie vor 15 Jahren. Ich denke ja immer, ich bin so alt wie diese Mädchen, die da mitmachen. Ne? Ja, weil aber du dir das eigentlich auch beibehalten hast. Du hast so eine junge Seele. Haben auch deine Kinder einen Beitrag dazu geleistet, dass du so jung geblieben bist? Oder sind sie so, wie sie sind, weil du so bist, wie du bist? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist auch eine Kunst. Habe ich gerade erst in einem letzten Buch gelesen, von Lars Armin tatsächlich, ja. Why Not? Da hat er ein großes Kapitel da drin, dass die Kunst des Lebens ist, immer das innere Kind halt zu behalten, ne? Weil das ja der Spaß ist. Und wenn der Spaß eben irgendwann verloren geht unterwegs, dann hat man irgendwie... ja, das ist voll traurig. Ja, also sich die Kindlichkeit zu erhalten, ich glaube, das ist so ein großes Geschenk, weil man dann eben auch die Welt ja mit anderen Augen sieht. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich in die andere Richtung. Im Gegenteil, dass die Kinder müssen immer schneller erwachsen werden. Mhm. Warum? Mhm. Ja, also ich meine, es sollte andersrum sein. Mhm. Weißt du, die Kinder, die sie aufs Leben vorzubereiten, wenn ich so eine Sätze höre, die Kinder in der Grundschule aufs Leben vorzubereiten, da muss ich mich echt, da muss ich die Augen verdrehen, weil ich denke so, das Leben ist die beste Schule sowieso für sie später. Die sollen bitte in der Grundschule noch Kinder sein. Die sollen irgendwie auch noch ein bisschen Spaß haben. Und letztens hatte ich einen Post darüber geschrieben. Da habe ich einen Spruch im Internet auch gesehen, den fand ich ganz schön, wo der hieß irgendwie... Meine Mutter hat immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Und in der Schule war die Aufgabe, was willst du werden, wenn du groß bist? Glücklich sein. Ja. Und die Lehrerin hat mir eine schlechte Note gegeben. Dafür gab es ja keine Option, ne? Genau, und hat sie gesagt, du hast die Aufgabe nicht verstanden. Und dann hat das Kind gesagt, nee, ich glaube, sie haben das Leben nicht verstanden. Ganz tolle Geschichte. Du hast eben gesagt, du hast dich jetzt der Persönlichkeitsentwicklung gewidmet. Ja. Und das ist ja immer so ein Kernthema. Eigentlich versucht die Persönlichkeitsentwicklung ja den Menschen dorthin zu führen, wo er eigentlich steht. Sich selbst zu finden, sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen. Genau. Und es ist nichts Abgehobenes. Viele Leute haben ja da noch ein bisschen so eine Distanz. Ich versuche auch niemanden mehr was aufzuzwängen. Das habe ich echt lange gemacht. Weil es ist halt, das bringt überhaupt nichts. Weil hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, wäre ich auch so, nee, und so war ich auch. Also ich war total anti und dann ist man auch noch nicht da angekommen. Ne? Das ist so, 100 Leute sagen dir dasselbe, aber 101 ist so, ach so, ne? Und plötzlich macht es irgendwie Sinn, ne? Und dann funktioniert es. Und ich glaube, dass da jeder seinen eigenen Moment findet, wo er sich dem Tempo öffnet. Hat, ne? Und es ist auch nicht jede Sache für jeden das Richtige. Was steht bei dir als nächstes an? Worauf können wir uns freuen? Du, also das nächste aktuelle Projekt ist mein Theaterprojekt. Ja, da müssen wir natürlich alle hingehen, da werden wir uns hoffentlich mal sehen. Ja, unbedingt. Genau. Am 18. April haben wir Premiere. Bonnie and Clyde. Zwei wie Bonnie und Clyde heißt es genau. Und, Clyde, ja. Und im Schlossparktheater in Berlin. Und wir spielen bis Ende Mai und kommt alle unbedingt vorbei. Also, Theaterstück steht an, ganz aktuell. Was erwartet uns noch? Da möchte ich eigentlich noch gar nicht so viel drüber sagen. Es passiert auf jeden Fall noch ein bisschen was in der Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Das sage ich aber noch nicht, weil es einfach noch ein bisschen in der Planung ist. Es ist zu frisch. Mhm. Und ich kann mir da aber einiges mehr noch vorstellen. Mhm. Ich überlege noch eine Coaching-Ausbildung tatsächlich zu machen. Interessant. Ja, gar nicht in erster Linie jetzt Coaching, also selbst ein Coach zu sein. Es geht vielmehr eigentlich darum, für mich selber daran zu wachsen. Mhm. Und was sich daraus wieder entwickelt, das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber es wird sich daraus wieder was anderes entwickeln. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach spannend.
Ich freue mich, wie offen du bist, wie wundervoll du bist, dass du dir deine schöne Art, deine herzliche und liebevolle Art, dass sie nicht verloren gegangen ist, dass du nach wie vor dieser Sonnenschein bist, so wie ich dich auch immer kennengelernt habe und auch nach wie vor kenne. Und ich freue mich für all deine neuen Wege, für all deine neuen Projekte. Ich wünsche dir nur das Beste und dass wir Teil dessen sein können, teilhaben können mit deinem Leben über zum Beispiel Instagram. Ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Tag. Bleibt sauber im Herzen und in der Seele, dann kann es eigentlich nur gut werden, hoffentlich. Bis dahin.